Und Freunde, zum Abschluss dieser herrlichen Ausgabe, da habe ich noch was für euch. Was? Die schönste Nebensache der Welt, was ist das? Natürlich Fußball. Und viele Frauen würden jetzt wahrscheinlich sagen, romantisch ist der Marcel Bramschüfer ganz sicher nicht. Aber wenn es um Fußballromantik geht, da bin ich in der Romantiktabelle absoluter, nicht nur Spitzenmeister oder Spitzenreiter, da bin ich Serienmeister. Ja? Und ja, da freuen sich natürlich vor allem auch hier die Männer im Publikum. Und ich habe eine Geschichte ausgepackt, die möchte ich hier ganz gerne erzählen mit einem Gast. Und ich bin mir sicher, die wird jedem Fußballliebhaber gefallen. Und dementsprechend freue ich mich auf Patrick Schönfeld. Ja. Das fühlt sich ja fast an wie früher. Also zu den schönsten, zu den tollsten Zeiten. Arminia Bielefeld, Eintracht Braunschweig, Erzgebirge Aue. War es da lauter oder leiser? Unwesentlich lauter. Okay. Wunderbar. Ja, du bist heute hier am Start und ich habe mich auch schon natürlich länger mit dir beschäftigt, weil es gibt eine Geschichte, die finde ich jetzt persönlich so besonders und die klingt für mich auch relativ unwirklich. Und freue mich, mit dir darüber sprechen zu können, weil mein Eindruck war, dass diese ganzen oberflächlichen Medien, die machen das ja gar nicht so richtig. Die schreiben halt irgendwie, Patrick Schönfeld wechselt zu Eintracht Braunschweig, zu Erzgebirge Aue. Aber ich bin so ein Typ, ich frage mich, wo kommt der Mensch her? Und da ist mir aufgefallen, du hast dein erstes Jahr im Herrenfußball in der Bezirksliga bestritten. Bist dann in die fünfte Liga gegangen und von der fünften Liga in die zweite Bundesliga und hast jetzt hier schon weit über 150 Bundesligaspiele bestritten. Und jetzt habe ich viel gesprochen. Ich spiele gleich einen Ball rüber. Meine Frage an dich, als du in der Bezirksliga gekickt hast, hast du da noch an das Thema Profifußball gedacht? Ehrlicherweise nicht mehr. Also in der Bezirksliga, da waren andere Themen wichtig. Welche? Ob ich mein Abitur schaffe. Okay. Welche Party nächstes Wochenende wichtig ist. Gegen wen wir, ob wir gegen Hersbruck spielen oder gegen irgendwelche anderen, okay, Dörfer, sag ich mal, im Umkreis des Bezirksligisten. Aber Profifußball war natürlich so weit weg. Also da war aber weit nicht mehr dran zu denken. Früher hatte man natürlich den Traum als kleiner Junge, wo man mal angefangen hat. Aber ja, ich bin da relativ schnell in der, okay, Realität. Okay. Ja, ich finde das super spannend, weil ich bin ja auch viel im Fußball unterwegs und beschäftige mich damit. Und ich kenne das in den meisten Geschichten so, man ist im Nachwuchsleistungszentrum. Man muss irgendwie gerade im Teenageralter Übergang zum Erwachsenen, man muss sehr, sehr diszipliniert bleiben, man muss sehr am Ball sein, man muss auf viele Dinge verzichten. Und du warst ja auch durchaus in einem Nachwuchsleistungszentrum. Du warst 7 Jahre bei deinem Lieblingsclub, bei deinem Heimatclub, beim 1. FC Nürnberg, wurde es aber, ich sag mal, frühzeitig aussortiert in der C-Jugend. Warum eigentlich? Ja, also ich galt eigentlich immer als ziemlich talentiert. Okay. Habe immer im Jahrgang über mir mitgespielt. Okay. Bis irgendwann ein Trainer kam, der dann mein Talent nicht auf der 10 oder im zentralen Mittelfeld sah, sondern als Rechtsverteidiger. Okay. Und mich dementsprechend dann umpositioniert hat, was mir dann in dem Alter damals, im Verlauf von 1-2 Jahren, die Lust am Fußball genommen hat. Ich bin dann wirklich teilweise lieber Trampolinspringen gegangen als ins Fußballtraining oder mit meinen Kumpels auf den Bolzplatz gekickt, als da ins Training zu gehen. Und das war, sag ich mal, so der Knackpunkt, wo dann Profifußball langsam angefangen hat, in die Ferne zu rücken. Ja. Ich finde das, wie gesagt, sehr, sehr spannend, weil ja dann eigentlich genau dann die Phase beginnt, wo man sich für den Herrenfußball so ein Stück weit rüsten muss und dann trennt sich ja eh nochmal die Spreu vom Weizen. Und normalerweise muss man ja gerade in der Phase nochmal richtig am Ball bleiben. Und du bist dann einfach, ist das so, dass du quasi gesagt hast, jetzt kriege ich mit Freunden zum ersten Mal, ich glaube, SC Feucht, yes, und dann noch zum sensationellen SK Lauf. Ja. Im Nachwuchsbereich, nach also der Klubberer-Zeit? Für mich ist natürlich eine Welt damals zusammengebrochen. Wenn jemand sagt, du, es reicht nicht mehr, auch wenn ich nicht mehr so viel Lust hatte auf Fußball zu der Zeit, aber trotzdem, wenn du dann gesagt bekommst, du bist nicht mehr gut genug, das ist natürlich nicht so toll. Mein Vater damals sagt, Fußball wird überall gespielt. Ja. SC Feucht war so die dritte Macht in der Region hinter Fürth und Nürnberg. Und dann bin ich nach Feucht gegangen und da war es dann irgendwann ähnlich, dass sie gesagt haben, ja, reicht nicht mehr ganz. Echt? Und dann bin ich noch eine Ebene runter quasi, ja, zum Sportclub Lauf.
Und habe dann da anstatt noch ein Jahr A-Jugend direkt erste Mannschaft gespielt. Ja. Dann aber das war dann Bezirksliga? In Bayern gibt es nur die Bezirksoberliga. Okay, aber das ist so wahrscheinlich, in den meisten Regionen wäre das die Bezirksliga? Genau. Okay. Aber also das heißt dann, siebte Liga quasi. Wenn man hier so von oben nach unten geht, dritte Liga, Regionalliga, in den meisten Fällen eine Oberliga, dann wahrscheinlich, es gibt dann auch noch... Das ist eine Landesliga. Meistens eine Landesliga. Und darunter... Ich weiß, es gibt teilweise Oberliga. Noch was zwischen Oberliga und Landesliga, zumindest in manchen Regionen, aber du warst dann sehr, sehr weit unten. Siebte Liga. Und ich habe mal eine Statistik ausgepackt. Es gibt 3 Millionen aktive Fußballer, davon verdienen 1.500 Geld damit, zumindest so viel, dass man davon leben kann. Das sind dann also quasi nochmal irgendwie 0,05%, da habe ich den Taschenrechner nochmal angeschmissen. Und die Wahrscheinlichkeit in dieser Bezirksliga, was ja, das machen ja viele, es gibt viele, die Bezirksliga spielen. Leute, die nochmal zweite Bundesliga spielen, gibt es wenige. Und ich finde es total verrückt, dass du mal oben angekommen bist. Du hast dann in der Bezirksliga gekickt, ein ganzes Jahr, oder? Ich habe ein ganzes Jahr in der Bezirksliga gekickt. Ein ganzes Jahr. Und hatte dann ein Angebot von Oberligisten, von Erlangen-Nürnberg. Fünfte Liga. Und wurde da am Anfang aber auch belächelt. Also ich war nur im Kader, weil 5 Spieler unter 23 in diesem 18er Kader sein mussten. Und bin damit reingerutscht. Und dann hat der Trainer mich irgendwann mal beim Stand von 0-3 reingeschmissen. Dann haben wir das Spiel noch gedreht, also wir haben 3-3 gespielt. Ich habe 2 Tore, glaube ich, vorbereitet und dann fing das so langsam an. Dann wurde ich im nächsten Spiel wieder eingewechselt, dann Tor geschossen, wieder eingewechselt. So hatte ich irgendwie 8 Spiele, 5 Tore, war 18 und dann kamen auf einmal die ersten Berater. Okay. Und ja, ein Berater war dann so der erste, der mich angesprochen hat, mein Glücksfall sozusagen, der hat mich auch meine ganze Karriere begleitet. Und der hat dann gemeint, ob wir nicht mal in die dritte Liga zum Probetraining fahren wollen. Dann habe ich ihm vorgezeigt, was ich da soll. Gab es denn da auch dann auch schon direkt Möglichkeiten dazu? Er hatte natürlich das Netzwerk und er hat mir das dann angeboten, er nimmt mich mal mit. Ja. Wir machen mal einfach ein Probetraining, eine Standortbestimmung. Und ich wollte das eigentlich gar nicht, weil ich natürlich auch Fan war und total ehrfürchtig vor dem ganzen Business. Und dann sind wir nach Stuttgart gefahren, zu Stuttgarter Kickers. Ja. Edgar Schmidt war damals Trainer, Euro-ID. Und dann saß ich da in der Kabine und ich bin mir selten so fehl am Platz vorgekommen wie da. Die ganzen Profis und du schaust natürlich auf zu denen. Ja. Bist als kleiner Junge noch, also ich war 18 Jahre und als ich auf dem Platz draußen war, war es dann aber Gott sei Dank weg und ich konnte normal spielen und er hat dann auch gesagt, das sah gut aus. Ich hab das alles gar nicht glauben können, das ging auch so schnell. Und da hat mein Berater gesagt, gut, dann gehen wir noch mal in die Liga höher, dann fahren wir nach Oberhausen zu meinem Freund. Also ein bisschen gepokert auch. Jürgen Luginger und machen da mal ein Probetraining. Ja. Und dann haben wir das gemacht und da war es dann eigentlich noch schlimmer für mich. Also war auch wirklich eine psychische Belastung, da mal hinzufahren. Weil ich dachte, ich bin da so fehl am Platz und ich habe da nichts verloren. Gab es dann da auch Gespräche in der Kabine von wegen, hier ein neues Gesicht, woher kommst du eigentlich? Und dann hat man gesagt, oder du hast gesagt, Erlangen-Bruck und das war ja dann quasi Oberhausen, zweite Bundesliga damals im Ruhrpott. Kannte man vermutlich gar nicht, weil... Kannte man nicht, nee. Gerade im Fußball ist sicherlich auch das Thema Schwanzvergleich sicherlich ein Faktor, könnte ich mir vorstellen. Und dann kommst du irgendwie aus der Bayernliga Nord-Süd. Zwar damals gab es nur eine Bayernliga, aber ich war Luft für die. Also ich saß da eine Stunde bevor Training begann in der Kabine, habe mich umgezogen und habe versucht, nicht negativ aufzufallen. Und bin dann irgendwann mit raus und auf dem Platz. Ja, da hat der Kopf dann war aus und man hat Fußball gespielt und da war es noch in Ordnung. Es war in Ordnung und es war so in Ordnung, dass du dann das Angebot von Rot-Weiß Oberhausen damals Zweitligist bekommen hast. Genau, da gab es noch ein paar Probleme, weil ich damals einen hochdotierten Vertrag, ich glaube über 150 Euro in der Bayernliga hatte, über 2 Jahre und die mich hier rauslassen wollten. Ja. Und dann auch meine Mutter und mein Berater zum Präsidenten damals gefahren und gesagt, ey, ihr könnt dem Jungen da jetzt nicht diesen Traum da verwehren. Und weil die teilweise utopische Ablösesummen für mich gefordert hatten, für einen Fünftligaspieler. Okay. Die haben sich dann Gott sei Dank geeinigt. Und dann ging es kurz nach meinem Abitur, ich konnte nicht mehr zu meinem Abiball, ging es direkt nach Oberhausen in die Vorbereitung. Und dann war ich quasi innerhalb von einem Jahr von der Bezirksliga in die zweite Bundesliga. Das heißt, dein erstes Bezirksligaspiel und dein erstes Zweitligaspiel, wie viel Zeit war dazwischen? Boah, das ist mein erstes Bezirksligaspiel. Ich sag mal, mein letztes Bezirksligaspiel und mein erstes Zweitligaspiel. Oder so. Das war ein gutes Jahr. Okay. Dazwischen lag eine Bayernliga-Saison. Okay. Und, alles klar. Jetzt stelle ich mir das so vor, Bezirksliga, wahrscheinlich bei weitem keine 100 Zuschauer. Bayernliga habe ich nachgelesen, so im Durchschnitt so 200 Zuschauer. Da bist du zu Rot-Weiß Oberhausen in die zweite Bundesliga gewechselt, hattest direkt ein Pokalspiel in der Allianz Arena beim FC Bayern.
hast dann plötzlich bei Hansa Rostock, bei Arminia Bielefeld, bei Kaiserslautern, St. Pauli, Düsseldorf gespielt. Und was ich mich frage, wenn das so schnell geht oder wenn du erst vor nicht mal 100 Leuten spielst und dann plötzlich in diesem großen Stadion bei Pflichtspielen einläufst, wie war dein Gefühl? Es war für mich am Anfang total surreal. Fing schon in der Vorbereitung an, dass du gegen größere Mannschaften gespielt hast, du immer Fans hattest, hast du Nachrichten von Fans bekommen. Das kann dir, wollte man Fußballschuhe haben, Trikot, so, ich musste Unterschriften geben. Das kannte ich ja alles gar nicht. Und auch die Stadien, gerade weil du Bayern angesprochen hast, das war natürlich, das habe ich mir ein Jahr vorher nicht mal erträumen lassen, dass sowas möglich ist. Und dann stehe ich da und du hast eigentlich gar keine Zeit, dir Gedanken drüber zu machen. Du bist dann in deinem Alltag drin, du wächst dann auch rein, Mensch gewöhnt sich an alles. Und das war am Anfang wirklich einfach krass für mich und ich bin da so durchgeflogen wie in so einem Film und man hat wenig Zeit innezuhalten und dann mal wirklich auch das zu reflektieren. Ja, das kann ich mir absolut vorstellen. Die Spiele sind ja das eine. Das andere ist ja auch der Zustand, dass du dann plötzlich Berufsfußballer geworden bist. Und wie war dann der Alltag für dich, beziehungsweise wie lange hat es gedauert, dich daran zu gewöhnen, dass das jetzt quasi dein Alltag ist? Also der Alltag ist eigentlich relativ angenehm, wenn man in der Saison angekommen ist. Du hast in der Regel dann einmal am Tag Training. Ja, aber dieses ganze Privileg, dass du jetzt nicht mehr so wie andere, und das war ja quasi ein Jahr vorher noch der Fall, dass du mit anderen Fußball in der Bezirksliga kickst und das macht man halt im Grunde so ein bisschen so als schönes Hobby und hat dann auch sicherlich noch viele andere Themen im Kopf, die wichtig sind und plötzlich wirst du für Fußballspielen bezahlt und das hat doch nicht sicherlich sofort in deinem Kopf. Ja, also wie gesagt, das ist... Du bist in diesem Alltag. Du bist im Alltag. Im Bezirksliga wäre übrigens auch geil mit den Jungs Dienstag, Donnerstag. Ja, glaube ich. Danach absolut. Noch Mannschaftssitzung, Wochenende Spiel, danach Mannschaftsabend. Das war auch eine schöne Zeit. Aber auch als Profi ist es, es ist aber auch irgendwann, muss ich sagen, ein bisschen eintönig geworden. Ich habe dann nach 2 Jahren auch mal geguckt, was kann ich vielleicht nebenbei noch machen. Hab dann ein Studium angefangen. Okay. Weil den ganzen Tag zocken ist zwar geil, aber so ein bisschen Anspruch hast du dann ja auch, dich mal geistig irgendwie noch weiterzubilden. Und das war dann ein relativ guter Ausgleich. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr angenehmer Alltag. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und du hattest als Profifußballer auch einige Highlights. Du hast bei Arminia Bielefeld gespielt, bei Eintracht Braunschweig, bei Erzgebirge Aue. Du warst zuletzt auch noch bei Wien Wiesbaden. Gibt es besondere Erlebnisse, die zu deinen ganz großen persönlichen Highlights zählen? Also mein erstes Profispiel in Augsburg mit Sicherheit, das Bayern-Spiel. Aber so Erfolge wie also der Aufstieg in Bielefeld, den werde ich mein Leben nicht vergessen, weil das so eine besondere Konstellation war von Fans, Mannschaft, Stadt, Verein, das hat so gut gepasst und dann im Derby zu Hause gegen Osnabrück aufgestiegen, das war wirklich Wahnsinn. Bin ich sehr, sehr dankbar. Gut, dass du es ansprichst. Da habe ich auch noch mal ein altes Schätzchen auf YouTube gefunden und ich würde sagen, das gucken wir uns einfach mal an. Da habt ihr wahrscheinlich den Aufstieg gerade fix eingetütet und ihr hattet die Möglichkeit, auf dem Balkon vom Bielefelder Rathaus mit den Fans zu feiern und da hattest du auch eine sehr prominente Rolle und wir gucken uns den Clip mal an. War das direkt nach diesem Derby-Spiel in Osnabrück? Ja. Da ging es dann quasi nach Bielefeld und es wurde sofort gefeiert. Es ging direkt aufs Rad. Also es gab vorher noch 1-2 Pils und dann wenig zu essen und dann ging es direkt aufs Rathaus. Jetzt haben wir ja nur die Perspektive. Ich weiß, da waren unfassbar viele Menschen, oder? Ja, also es war wirklich Wahnsinn. Gerade für so einen jungen Kerl wie mich, ich bin ja selber Fan und... Ja. Dass ich das von der Perspektive mal erleben durfte und das war richtig geil. Allein der Tag und die Wochen danach war wirklich eine geile Zeit da in Bielefeld. Ja, das kann ich mir absolut vorstellen. Man hat ja auch immer gesagt, dass du im Grunde auch als Profi immer Fan geblieben bist. Du hast auch gerne mal die eine oder andere Ultraskurve unsicher gemacht, obwohl du gerade selber irgendwie Profifußballer gewesen bist. Hast du gesagt, VIP ist gar nicht so meins. Ich gehe auch immer noch schön in die Kurve und bist dir da auch treu geblieben, ist das richtig? Ja, es ist, ich meine jetzt, nach meinem Karriereende kann ich das ja auch offen sagen. Viele wussten das auch, dass ich zum Beispiel, wenn wir
mit Bielefeld Freitagabend gespielt haben oder mit Braunschweig und der Club hat Sonntag auswärts irgendwo gespielt, dann bin ich da auch gerne mal hingefahren, wenn frei war und es nicht irgendwie 700, 800 Kilometer weg war. Das kam jetzt nicht jedes Wochenende vor, ja, weil die Konstellation auch immer passen musste. Aber das machen nicht viele, oder? Von den Profifußballern? Zumindest nicht. Okay. Meines Wissens nach machen es nicht viele, aber ich kann es nicht beurteilen. Es sind auch ein paar Undercover unterwegs. Ja, wir müssen ja leider Gottes über dein Karrierenende sprechen, weil es da aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weiterging. Ansonsten würdest du jetzt wahrscheinlich noch spielen, oder? Ja, ich bin jetzt 32. Also ist doch kein Alter, um aufzuhören. Patsche. Ich hatte schon vor, noch ein bisschen zu spielen, dass ich mit 30 dann aufhören musste. War so nicht geplant, aber ja, es ging leider aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr. Und ja, super schade, weil ich habe dich immer super gerne spielen gesehen. Du warst immer ein geiler Techniker auf dem Platz. Vielen Dank. Und jetzt bin ich mal gespannt. Du hast ja auch vorhin erzählt, dass du dann auch schon damals zu Zweitliga-Zeiten angefangen hast, dich weiterzubilden. Ob du jetzt auch abseits des grünen Rasens ein geiler Techniker bleibst, gibt es da für dich irgendwelche Pläne, Ziele, auf die du Bock hast, jetzt abseits des grünen Rasens? Also ich habe jetzt erstmal geguckt, dass ich abseits vom Fußball so ein bisschen meinen Weg gehe, um diese wirtschaftliche Komponente auch mit Berufserfahrung zu füllen. Und habe da jetzt einen ganz guten Job gefunden in Nürnberg im E-Sport-Bereich. Okay. Das wächst relativ gut, aber langfristig möchte ich jetzt nicht ausschließen, dass ich dann den Weg in Fußball mal zurückfinde. Aber ich bin froh, dass ich jetzt die Erfahrung machen darf. Und mal gucken, wo der Weg noch hinführt. Mein Herz hängt auf jeden Fall immer noch im Fußball. Da, das haben wir doch gemeinsam. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wo der Weg hingeht. Ich wünsche dir da ganz, ganz viel Erfolg. Ich werde es auch weiter beobachten. Hoffentlich bist du da auch wieder so ein Senkrechtstarter wie damals bei deiner richtig schönen Fußballkarriere. Waren sehr, sehr spannende Anekdoten dabei. Vielen, vielen Dank dafür, weil es im Grunde nicht so die klassische Entstehungsgeschichte einer Profilaufbahn ist. Und in dem Sinne, Patrick, vielen Dank, dass du am Start warst. Und damit sind wir auch mit dieser Ausgabe durch. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. In dem Sinne, vielen Dank an alle Gäste. Vielen Dank an das sensationelle Publikum, dass ihr gerne noch mal Vollgas geben darf. Also Freunde, ich fand es super. Das ist Bram Schiffers Filmerkiste.